Ah, okay, hier ist die Mission. Ah, ne, doch nicht. Das war einfach nur eine Mauer, beziehungsweise ein Gatter. Oh! Ich sehe auch, warum da ein Gatter war. Ein Festchen! Ich sah fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheißt woanders, Effendin. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst. Mi dispiace. Kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon. Wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldtruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret, wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Fluch der Roma. Eine Gruppe byzantinischer Templer hat eine Truhe mit dem Gold der Roma bestohlen. Vergiften sie alle, die es wagen, die Truhe zu berühren. Um den Eindruck zu erwecken, die Truhe sei verflucht. Zwischen den Roma untertauchen und alle... Oh, Ziel vergiften, ich hasse es. Oh nein, das wird schlimm enden, wenn ich alle vergiften muss. Moment. Gift. 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 So. Fruchtbarkeitsprobleme? Dafür habe ich hier was aus Granatäpfeln. Ziemlich gewagt. Das habe ich jetzt mal gekonnt ignoriert. Mit so wenigen Giftpfeilen könnte das schwierig werden. Muss ich sagen. Na gut, ich werde es versuchen. So. Geht vor. Moment. Nein, falsch. Giftklinge habe ich auch noch. Gute Arbeit, Käfers. Diese Kinder malen nie wieder auf die Straße. Ich mag es, wenn du deine Augen so aufreißt. Oh, sieht sehr grimmig aus. Die hätten sich fast... Ich weiß nicht, etwas in seinen Augen sagt mir, dass dieser Schandwirt nicht bezahlen wird. Egal, wie viele Finger er dafür verliert. Er führt mich immer schön dahin. Strömt herbei, liebe Leute. Es ist nie zu spät, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Sind doch irgendwann mal da, oder? Ich muss gleich in den Hasser dieser Wunsch. Ladies, wir können uns... Ich meine, es steht kein Grund zur Eile, aber ich meine, man kann sich ja trotzdem mal ein bisschen beeilen. Was ist das denn hier eigentlich für ein Cage? Können wir helfen? Gott, unglaublich, wie schwer das Ding ist. Soll ich sie für dich tragen? Ey, ernsthaft jetzt? Hat die fucking... Ach, Mann, ey. Okay, ich glaube, ich habe das mir ein bisschen schwer gemacht. Ich glaube, ich hätte einfach nur zu dem hingehen sollen. Die Damen hätten den abgelenkt. Und in der Ablenkung... So viel Geld, ich kann es nicht glauben. Lass mal sehen. Später. Ja, in der Ablenkung werden die es nicht bemerken. Ist der krank? Lasst ihn! Wir müssen weiter! Zurück! Vom Teufel besessen! Was sollte das sonst sein? Aufhören! Lasst den Toten ihren Frieden! Christos ke Apostolos! Ihr wagt es, die Toten zu bestehlen? Leute! Nein! Was macht...
Was sollte das? Boah, ich hasse die Mission jetzt schon. Pokémon, auf einmal zwei Leute weg. Was war denn mit denen falsch? Können die mal gehorchen? Wie ein ordentliches Weib? Sorry. War natürlich nicht ernst gemeint. Okay, ich war diesmal wohl zu nah dran, ein bisschen. Ich kenne aber trotzdem nicht, warum die beiden auf einmal weg waren. Ich meine, ich verstehe den Gedanken dahinter, dass wenn man in einer Gruppe ist, man quasi untertaucht. Aber ist es nicht dennoch ein wenig auffällig, wenn ich muss mal kurz meine Gedanken zu Ende führen. Ist es nicht auffällig, wenn genau dieselbe Fünfergruppe die ganze Zeit verfolgt? Ey, what the fuck? Das war jetzt aber die Taste, die nicht ganz funktioniert hat. Ey, das war jetzt aber Bullshit hoch 10. Bleibt in meiner Nähe, Damen. Was zum Teufel geht hier vor? Ist das der Fluch der Roma? Gott hilf uns. Keine gute Idee. Schön tanzen, Ladies. Vom Teufel in Gottes Namen geht hier das nicht sein. Wenn wir Pech haben, gehen uns die Pfeile irgendwann aus. Vor allem, da der keine Pfeile droppt. Ich meine, wir haben nur noch 3 Klingen. Wir brauchen unbedingt mehr Gift. Sie verbreiten Angst und Schrecken in der ganzen Stadt und bringen uns den Tod. Also sagt. Hä? Was hat der denn jetzt sagen? Also hatte ich recht. Die neue bei Despoina kommt aus Polen, oder? Blond, groß, hübsch. Und man versteht kein Wort, das sie sagt. Oder lag das am Bein? Gott, steh mir hier gibt's nichts, Leute. Verrückt. Völlig verrückt. Die alten Tricks sind immer die besten. Seid vorsichtig, Ezio. Es heißt, die Truhe sei verflucht. Wohin, Belladonna? Hier lang. Und bleibt wachsam. Okay. Kennt ihr den Begriff Ägyptier? Kenn ich. Sie. Wusstet ihr, dass das Wort aus der irrigen Annahme entstand, mein Volk käme aus Ägypten? Findet ihr es beleidigend? Ich finde es lustig. Mein Volk stammt aus dem Osten Persiens und darüber hinaus. Und doch wurden wir zu Einwohnern eines Landes gemacht, das wir nie sahen. Die Menschen urteilen schnell und korrigieren sich. Wegrennen. Menschen sind dumm. Manchmal. Ezio, die einfachste Antwort ist doch meist die beste. Ihr solltet es zählen. Sicherstellen, dass nichts fehlt. Ihr habt unseren Dank, Ezio. Und von jetzt an könnt ihr auf uns zählen. Egal was, egal wann. Gut zu wissen. Wenn ich, sagen wir, Geld leihen möchte, komme ich zu euch. Okay. Immerhin haben wir es jetzt erledigt. Endlich die Mission. War eine Mission, muss ich sagen. Kann ich mich gar nicht mal dran erinnern. Und ich weiß, dass ich zumindest so weit gespielt habe mal. Also, weil ich meine, ich habe ja schon tausendmal gesagt, ich habe das Spiel schon mal ausgeliehen und ein bisschen gespielt und so. Aber ich habe, glaube ich, alle Nebenmissionen und so nicht gemacht und habe nur Missionen gemacht, deshalb bin ich relativ weit gekommen, weil ich war noch nicht, bis jetzt noch nicht bei dem Punkt, den ich bei meinem Ausleih-Playthrough erreicht hatte. Aber beim Ausleihen habe ich echt irgendwie noch eine Mission gemacht, an die ich mich noch ein bisschen erinnern kann, die doch anscheinend etwas später kommt.
Das mich echt überrascht. Ein bisschen. Und was ist das hier? Ah, okay, das Hauptquartier. Ich dachte nämlich, das sieht genauso aus wie das Symbol, wo man Assassinen-Missionen machen kann. Und nun besagtes Sammeln der Türme. Aber ich meine, bei Brotherhood war ich auch relativ schnell mit den Türmen fertig, oder? Ah, nee, stimmt nicht, weil man zu ein paar gewissen Türmen nicht hin konnte. Für mehrere Spielstunden. Melille. Melille, wie bist du denn? Mehrere Spielstunden auf jeden Fall. Und das hat mich ja sehr, sehr beschäftigt. Und naja, genau. Deshalb haben wir doch nicht so schnell all die. Ja. Die ganzen Türme gehabt bei Brotherhood. Aber hier geht es tatsächlich sehr schnell. Außer wir kommen gleich, laufen gleich von der unsichtbaren Mauer, die uns quasi sagt: Nee, du kannst hier noch nicht hin. Oh, Moment. Habe ich es doch richtig gesehen? Erfolgreich abgeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen. Erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich. Jawohl, das Reich. So, was haben wir denn jetzt aktuell so zur Verfügung? 9, 8, 7, 7, 3 und 2. Und der Rest ist wahrscheinlich auch nicht lange unterwegs. 6 Minuten, unendlich lange. 6 Minuten und 6 Minuten. Ach, können wir bitte den Auftrag mal endlich von der Map haben? Ich komm, dann macht jetzt der Typ. Das machen die beiden, weil das ist eine Spezialmission. Oh. Wobei, das hätten die eigentlich machen können. Hm. Vielleicht eine 4-Sterne-Mission für die? Da und da. So, und jetzt noch irgendwas mit 2 Sternen, genau. Achso, kann die nicht machen. Ah, kann die sehr wohl machen. Ne, wir müssen natürlich unsere Rekruten ganz gut fördern. Ich finde auch gut, dass es diese komische Zeremonie, die es bei Assassin's Creed Brotherhood gab, wenn jemand Level 10 erreicht hat, nicht mehr gibt. Oder die gibt es aber erst ab Level 15, was noch keiner von uns bis jetzt erreicht hat. Egal, ich werde jetzt einfach mal behaupten, es existiert nicht. Mensch, einfach mal dreist zu sagen. So, ein weiterer Turm. Ich kann aber nicht in den Busch da vorne springen, oder? Ich meine, das ist ein fucking Blumen. Ich will es auch nicht riskieren. Okay, ich habe es riskiert, habe ein paar Leben genommen. Wir sind ein Trank und hab's riskiert und es hat sich gelohnt. Wobei man natürlich rückblickend sagen kann, ich habe vielleicht einen Trank verschwendet. Okay, so vielleicht komme ich nicht an das Fragment ran. Weil ich ja nicht so sehr nach den Herr bin. Ich meine, wenn wir schon hier sind, können wir das hier sammeln, ne? So, schafft er den Jump? Ja. So, 17 von 100. Was soll denn? Vorsichtig! Ein merkwürdiger alter Mann. Ach, ihr seid ja niedlich. Ach, ich war gerade so schön im Flow drin. Ah, shit. Leg dich schon hin.
So, zwei Truhen auf einmal. Das ist ja wie Weihnachten. 420 und nochmal. Also fast 1000. Finde ich gut. Vor allem, wir haben auch wieder schön viel Kohle bei uns. Sich in dem Alter noch so aufzuführen. Oh, gute Vorstellung. Da kommen, wir auch mal schön für eine Fraktion. Dann machen wir mal wieder die Diebe. So, Einkommen 10.100. Habt ihr den Verstand verloren? Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die ganze Zeit das Einkommen erhöhe und deshalb, dass sich nicht, dass dadurch kein Bankgeld, und so. Deutsch ich nicht können. So, laufe ich überhaupt noch richtig? Ja, ne? Ich meine, ich laufe ja eher am südlichen Rand der Stadt rum. Oh, kommen wir denn an die Kiste ran? Die ist doch definitiv auf der anderen Seite der Mauer. Ja, das finde ich ja jetzt etwas sonderbar. Man kommt auch nirgendwo da hoch, oder nicht? Ist hier irgendwo auf dem Boden die Truhe? Heißt, vielleicht ist hier irgendwo. Ich meine, es ist nicht Dark Souls. Hier ist keine unsichtbare Wand. Na gut. Ich vertraue einfach mal darauf, dass wir später hier hinkommen. Wir werden später hier hinkommen. Leck mich doch. Was haben wir denn hier? Hier war die Typen. Wir bewegen uns ja eh in die Richtung hier. Ich meine, anscheinend waren wir ja schon mal irgendwie. Mir geht's schlecht genug, danke. Ich brauche keine Augen. Geben ist seliger als nehmen. Preise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Ich verspreche euch, ihr werdet zufrieden sein. Ach komm. Okay, hier sind wir wieder an der Mauer. Okay, das Gebäude haben wir gekauft, oder? Haben wir gekauft. Dann kommen wir echt auf jeden Fall nicht hin. Krass. Über die Mauer hier. Und auf der anderen Seite ist auf jeden Fall noch was. Wahrscheinlich wird es dann später irgendwie relevant werden. So, weil ich eh schon hier bin. Einmal das hier kaufen. Nicht kaufen. Einmal die Truhe öffnen. Ist ja quasi indirektes Kaufen. Also eigentlich nicht. So, vielleicht kann man hier mal kurz einen Überblick gewinnen. Aber, nein, man kann da tatsächlich nicht hin. Außer man kann da vielleicht irgendwie rüberschwimmen. Na gut, schnell auf zum Ziel. Ist nicht gut.
Hoch mit dir. Oh shit. Hoch mit dir. Ha, besser. Bese. Juvene. Komm mal hoch den Turm. Komm ich da hoch? Nein, komm ich nicht. Aber hier. Ja, Mensch, die Architekten hier, ne? Die werde ich aber. Die werden mal was von mir zu hören bekommen. So, hier dürfte eigentlich nichts Wichtiges drin sein. Genau, weil wenn das eine Geldtruhe wäre, dann wäre die auf der Karte markiert. So. Oh, ein Spitz ist doch. Da werde ich ganz spitz. Wait. Oh. Ha, ich hätte hier gar nicht hochgewusst. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich Leute, die aufmerksam sind. What a view. What a view.